Hallihallo, liebe Leute, willkommen zu Dark Souls Prepare to Die. Und ich habe ziemlich große Lust, das jetzt aufzunehmen. Ich habe auch ziemlich große Lust auf Dark Souls, denn ich habe bis eben noch Devil May Cry aufgenommen. Auch mit großer Motivation ging ich an das Ganze ran, habe einen Part aufgenommen und hatte schon keinen Bock mehr. Das ist der, wenn ich mich recht entsinne, der 23. Part von Devil May Cry. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber dieser Part war einfach nur Fail. Es war einfach nur Fail, guckt ihn euch an, dazu kann ich aber nichts sagen. Deshalb habe ich jetzt riesengroße Lust auf Dark Souls, denn wir sind das letzte Mal mit dem Eisengolem hier stehen geblieben in Zens Festung, kurz vor Anor Londo, wohin ich jetzt dann auch meinen Weg bestreiten werde. Und ich habe mich erkundigt, dieser Eisentarkus, der uns im letzten Part geholfen hat, das war ein, sagt schon, das war ein NPC. Das war gar kein richtiger Spieler, mein Fehler, tut mir leid. Aber dennoch coole Sache. So, ich werde den hier noch ganz kurz einmal erledigen. Au, ja, oder auch nicht. Doch, denn ich möchte doch gerne das Schild haben. Oh, große Scherbe. Naja, okay. Geht auch. Ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit resetten, bis ich das Schild habe. Nein, 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 nein. Ich werde jetzt weiterhin gehen. Richtung Anor Londo. Genau. Dazu müssten wir ja den Ring oben berühren. Diesen komischen gelb leuchtenden, gold leuchtenden Ring. Und was auch noch cool war im letzten Part, muss ich einfach nochmal wieder ansprechen, weil falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Denn da gibt es ein kleines PvP noch dazu, wo mich der Finstergeist Sweet Smoky irgendwie so invasiert hat und aber kläglich gescheitert ist. Kläglich, den habe ich ja sowas von fertig gemacht. Fand ich ganz geil. Also hat mir echt Spaß gemacht, gegen den zu kämpfen. Erst dachte ich ja, ich verliere. Oh, leichte Armbrust. Aber dann habe ich dennoch gesiegt. So, Dalle. Hier sind wir in Zens Festung. Und werden jetzt den Ring untersuchen und er wird uns an einen Ort bringen, der mehr als wunderschön ist. Und jetzt. Das, meine lieben Leute, ist Anor Londo. Schön, nicht wahr? Mir gefällt der Ort so sehr. Und als ich das erste Mal hierher gekommen bin, dachte ich mir, scheiße, fuck, du hast doch noch einiges zu erledigen drüben. Wieso bist du jetzt rübergekommen? Beruhigt euch, es gibt hier die Möglichkeit, mit dem zu reden, damit er uns wieder zurückbringt zur Zens Festung. Also nichts ist verloren, ihr könnt das ruhig machen, nach Anor Londo fliegen, kein Problem. So, der Legudi. Dann ist das erste Bonfire auch nicht allzu weit weg. Muss nur noch gerade gucken, da unten ist schon ein Gegner, falls ihr den sehen könnt. Warte, ich zoome mal ran. Moment. Moment, ich habe da doch ein Item eigentlich, mit dem ich ranzoomen kann. Hier, das Fernglas. Okay. Auch nicht allzu viel ranzoomen, aber da unten ist der Gegner. Und da vorne ist auch schon ein Gegner, der erste. Oh mein Gott. Hallo. Ich bin's. Boah. Ne, kein Problem. Entweder liegt es an der Waffe oder wirklich einfach daran, dass wir so stark mittlerweile sind. Also hier sind zwei von denen. Einen werde ich jetzt mal anhitten, weil gegen beide zu kämpfen ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, 17 ziehe ich dem nur ab. Hui. Hui. Der zieht doch schon einiges ab, die Drecksau. Und tot.
Wundervoll. Bekommen wir etwas? Ich weiß gar nicht, die droppen, glaube ich, nichts. Und... Oh, der Kick. Der Kick war fail. Oh, ich dachte, die Ausdauer regeneriert sich schnell. Deshalb ging ich davon aus... Tot. Also nicht wir, sondern der Gegner. So, jetzt mal gucken. Hier ist eine Truhe. Jedoch liegt die Kette nach hinten gebeugt. Ich glaube, das ist eine normale Truhe. Yep. Wenn die Kette... Oh, Dämonentetanit. Cool. Geile Sache. Damit kann ich meine Waffe stärken. Wenn diese Kette hier unten nach vorne gekrümmt, gebeugt, gelegt ist, wie auch immer, dann ist das eine falsche Truhe. Ja. Und, ja. Das war's mit der Information. Ne, natürlich nicht. Oh, Leute, guckt doch mal einfach die Aussicht an. Oh, da möchte ich jetzt gerne was machen. Ich möchte jetzt gerne eine Nachricht verfassen. Benutzen. Nachricht verfassen. Na. Gelobt sei die Sonne. Nein, pass auf. Pass auf. Tolle Aussicht. Pass auf, tolle Aussicht. So, falls irgendein Online-Spieler jetzt hierher kommt, wird er meine Nachricht lesen können. Pass auf, tolle Aussicht. Geil, oder? Das ist wirklich eine tolle Aussicht. So, da vorne sind nochmal solche Viecher. Bestimmt steht hier, gelobt sei die Sonne. Ja, brauchst Menschlichkeit. Die habe ich auch, aber allerdings sind wir, glaube ich, tot. Nee, können wir gar nicht sein, weil wir sind ja nicht gestorben. Und wurden sogar invasiert. Deshalb könnte die Möglichkeit bestehen, dass wir gleich hier auf ein paar Rufsymbole treffen. Und hier ist auch ein NPC. Das ist eine Feuerhüterin, wenn ich mich noch recht entsinne. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Estus-Flakor verstärken. Wir haben leider keine Feuerhüterseelen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich denn noch welche finden muss. Ich glaube, hier irgendwo sollte eine sein. Also, entweder können wir gleich ein Level aufsteigen. Oder wir tun unsere Waffe verstärken. Ich glaube, wir verstärken eher die Waffe. Wo ist denn das? Hier, Schwert ist auf 318. Leck mich fett. Das machen wir sofort. Super. 318. Quatsch. Genau. So. Geile Sache. Jetzt haben wir noch 20.000 übrig. Wir könnten eigentlich dennoch ein Level up machen. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich ein paar Seelen fressen kann. In mich einsaugen, aufsaugen. Erhaltene Seele, stolzer Krieger. Wir verkippen. Wir brauchen ungefähr 26. Oh, das reicht. Da reichen, glaube ich, zwei von. Da müssten zwei von reichen, oder? Ja, super. Machen wir nochmal auf Vitalität oder auf Stärke? Machen wir, glaube ich, auf Stärke. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ne, ich nehme lieber doch mal Kondi... Oder? Fuck. Ne, Vitalität, komm. Vitalität möchte ich ja auf maximal 40 bringen. Und deshalb ist das ziemlich cool auch so, wenn ich das einfach nur schnell hinter mich bringe und dann fortführen kann. So, jetzt gucken wir nochmal hier ganz links. Links muss ich eigentlich nicht hin, da muss ich später im Spielverlauf hin, weil dort ist die Kristallhöhle, blub und bla. Aber ich werde hier jetzt noch ganz kurz mal die Gegner vernichten, denn da vorne sind zwei Kisten. Eine davon ist falsch und die andere richtig. Nur ich weiß jetzt nicht, welche was ist. Ah, das finden wir gleich heraus. Hallo. Ah, ich dachte, er schlägt geradeaus, weil er einfach so lange gebraucht hat zum Chargen. Oh mein Gott. Oh Mistvieh. Krepier an meinem Schwert. Oh, das Schwert ist richtig awesome. Das gefällt mir so sehr, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Und diese Gegner respawnen auch. Man meint es ja nicht, aber man weiß es. Man denkt, oh, die respawnen nicht. Was soll denn das? Kopfschuss. Hat nicht getroffen. Hallo. Huch. Na, wer will denn da kämpfen? Komm her, du kleiner Drecksack. Weg!
Wow. Das hat abgezogen. Au. Hä? Boah, blockt er denn so hart? Ah, oh, das wäre fast ein Double KO gewesen. Ja, schnell noch heilen. Okay, das sollte eigentlich reichen. Oh mein Gott. Oh. Oh. Au. Oh, shit, 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 shit. Jetzt wird's knapp. Oh mein Gott. Ja, da, nein! Ich wollte Estusen. Und dann nehme ich eiskalt das. Ah. Du Bitch. So, jetzt aber. Dann nehme ich eiskalt das Fernglas in die Hand. Weil die droppen wirklich nichts. Kann das sein? Okay, ihr seht so. Die Kette ist nach hinten gewölbt. Die Kette liegt geradeaus. Sprich, das ist ein Monster. Also diese komische Truhenmonster. Dann nehme ich einfach jetzt mal Funkeltitanit. Auch nicht schlecht. Cool. Könnte ich gut gebrauchen. Stirb! Bevor du aufstehen kannst, bist du tot, mein Liebes. Und, was gibt's mir? Kristallhellbare. Die ist verdammt stark, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Die ist 242. Aber Kristallwaffen sind so, dass, wenn man sie verwendet, sie... Also, Kristallwaffen sind zwar stark, haben aber eine geringe Ausdauer, also Durability. Gehen schnell kaputt und man kann sie nicht wieder reparieren. Das ist natürlich sehr schlecht. Deshalb verwende ich auch keine Kristallwaffen, weil ist einfach nur Ass in meinen Augen. Klar, okay, für ganz kurz geht's einfach mal. Wenn man vielleicht einen Bosskampf, PvP oder sonst was. Aber, ne. Ich bleib lieber bei meinem Grabfürstenschwert. Das finde ich gerade einfach so genial. Und hier geht's nach unten. Fahrstuhl des Lichts. Ah, da vorne wartet auch schon der erste Gegner. Das ist der, den wir beobachtet haben von oben durchs Fernglas. Mal gucken, ob der ein Problem wird. Der Gegner hat einen Schwanz. Deshalb sollten wir den Schwanz abschneiden, um eventuell eine Waffe zu bekommen. Ich werde es versuchen, garantieren kann ich es nicht. Das ist ja einer von diesen blöden Gargoyles. Ach, da bringt das Anvisieren mir auch nichts. Oh, der ist bald tot. Gargoyle-Axt. Wundervoll. Du sei ruhig. Und den Gargoyle-Helm haben wir da eigentlich bekommen? Ich weiß es gar nicht. Gargoyle-Helm, ist der überhaupt gut? 15, ja, es geht. Haben einen davon. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir den echt nicht bekommen? Und die Gargoyle-Axt ist auch eine verdammt krasse Waffe eigentlich. So, geht's da irgendwo... Irgendwo sollte es doch hingehen. Hm, Moment, wenn ich da jetzt dann kacke ich ab, dann fail ich bestimmt. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, das zeige ich euch aber dann später. Was gibt's denn hier? Nachricht? Vor dir Lügner. Okay, der Gargoyle, ich hätte dem sowieso nicht vertraut. Hier ist ein Blutfleck, den finde ich mal interessant. Ich will mal gucken, wie der krepiert ist. Der ist bestimmt an dem Gargoyle gestorben, an dem wir jetzt gerade eben vorbeigekommen sind. Ohne jegliche Probleme. Oh, hier vorne ist ein Spieler. Ist an derselben Stelle wie wir. Ganz cool. So, ihr seht, man kommt hier überhaupt nicht weiter. Was ist denn da unten? Ach, das ist ein Hebel, genau. Ganz praktisch eigentlich, das Binokel. Gut, wir kommen hier nicht weiter. Deshalb müssen wir einen anderen Weg nehmen. Und das hat erstmal eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt wusste, hä, welchen Weg denn überhaupt? Bis ich dann hier gemerkt habe, okay, hier kannst du doch irgendwo runter. Das machen wir jetzt auch mal. Gibt's hier eigentlich noch was? Ich möchte ja ungern was verpassen, weil ich sammle gerne Items. Und wenn hier irgendwo spezielle Items sind, dann hätte ich die dann schon gerne. Aber so wie ich Dark Souls... Oh, guck mal, eine Truhe. Dämonentitanit. Oh, ist das geil. Das ist cool.
Können wir unsere Waffe gleich noch einmal verstärken. Nur weiß ich jetzt nicht, soll ich das Dämonentetanit vielleicht doch lieber aufbewahren? Ach nee, das können wir bestimmt irgendwo farmen oder so. Gibt es hier noch was? Ich bezweifle es zwar. Aber hey, ein Versuch ist es ja wert, ne? Nix. Gibt es da irgendwo noch was? Nee, nicht, dass ich wüsste. Na, dann brechen wir uns mal auf. Ah, hier müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ihr müsst auf diesen Steg hier laufen. Und dann einfach nur hoch entlang. Pass auf, oben. Ja. Ist mir schon klar. So, und dann hier. Oh, runterjumpen. Hier ist nämlich ein kaputtes Fenster. Da könnt ihr durchlaufen. Dann seid ihr auch schon an einem... Naja, mehr oder weniger... sicheren Ort, wollte ich schon sagen. Ach, die Dinge sind doch ein Klacks. Plündern, Wurfmesser. Wurfmesser sind quasi so wie Pfeile, nur eben schwächer. Und die Dinge sind auch nicht besonders stark hier, also sind auch ziemlich low. Was steht denn da? Brauchst Kopf. Mhm. Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Message einfach nicht. Manche Nachrichten sind so sinnlos und so unnötig. Denke ich mir wirklich, was geht ab bei den Leuten im Kopf? Aber hier muss ich sehr vorsichtig sein. Oh mein Gott. Hier muss ich echt vorsichtig sein, wenn ich hier runterfall. Feierabend. Ach, der kommt auch noch mit Messern hier. So, das Ding kann ich... Und er hat das Ding sogar mitgenommen. Eigentlich wollte ich das kaputt machen, aber okay. Freundchen, wenn du meinst, da runterspringen zu müssen. Uiuiuiui, vorsichtig. Vorsichtig, da kommt schon der Nächste. Ach, die Leute sind einfach so bescheuert, die NPCs. Ja, da hinten ist eine Kiste. Soll ich da hin, oder? Moment, wenn ich... Hä? Warte. Ach, da ist eine Treppe. Die führt da nach unten, oder wie? Und da ist ein Nebel. Aber ich möchte doch gern die Kiste nehmen. Nee. Ich riskiere es lieber nicht, da irgendeinen unsicheren Sprung zu machen. Titten! Weil, hier geht's nämlich auch runter. Gelobt sei die Sonne. Dankeschön. Ach du Arschloch. Du versperrst mir den Weg. Geh mal weg, bitte. Ich bin unten, Ladies. Oh, noch nicht ganz. Ja? Wie komme ich denn hier runter? Ist hier auch eine geheime Wand? Jetzt fange ich schon an, wie Seppo auf die Wände zu schlagen. Seppo, falls du das sehen solltest, nimm's mir nicht übel. Aber schaut mal bei Seppo im Let's Play vorbei, der macht auch Dark Souls und er schlägt da schon auf einige Wände um sich. Finde ich ganz witzig. Aber ich meine, hey, Dark Souls, man weiß ja nie wirklich, was auf einen zukommt und es kann wirklich überall eine versteckte Wand dahinter sein. So, gehen wir einfach mal hier durch. Dann ist es doch hier mit dem Hebel, genau. Kann ich den betätigen? Vorrichtung bewegt sich nicht. Alles klar. Ich habe so eine böse Vorahnung, dass hier gleich ein Gegner kommt. Ja, da hinten stehen schon welche. Na, guck mal, jetzt bin ich hier eins oben. Hier muss ich jetzt eigentlich nach unten laufen. Aber ich nehme den Hebel und drehe das Ding einfach mal. Denn wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich sagte ja, dass ich den Pfad des Guten gehen möchte. Noch einmal nach unten. Und der Pfad des Guten befindet sich hier allerdings ziemlich weit unten. Und ich weiß es nicht, ist das jetzt schon ganz unten oder muss ich noch eins weiter? Ich glaube, das ist schon ganz unten. Vorrichtung bewegt sich nicht. Gehen wir doch einfach mal. Denn ich war da wirklich selber noch nie in diesem Eid. Auch wenn ich das Eid des Grabfürsten jetzt verrate,
oder hinter G oder sonst was. Tut es mir leid, Dankeschön für die Waffe an dieser Stelle. Oh, da. Ich habe das ja noch nie gesehen. Was macht der Hebel? Vorrichtung bewegt sich nicht. Nachricht lesen. Hier. Gut, ich weiß nur... Wow. Hier ist ein Lagerfeuer. Brauchst Menschlichkeit. Mhm. So. Das Leuchtfeuer habe ich jetzt, glaube ich, sowieso noch nie entzündet gehabt. Na, nach vorne ist etwas. Nehme ich mal. Ring des Sonnengeborenen. Oh, den hatte ich auch noch nie. Was macht denn der? Was macht denn der? Was macht denn der? Ach, bei Ringe. Verstärkt Wunder. Oh, der Erstgeborene von Türse. Brauche ich nicht. Oh, ganz cool hier aber gemacht. Hier so mit den Statuen, die wir aus Sens Festung kennen. Nachricht lesen. Achtung, Geheimfahrt. Ja, das weiß ich. Und zwar kann man hier ja nichts machen, liebe Leute. Weil hier muss man was Besonderes machen. Nämlich, wenn ihr euch noch recht entsinnen könnt. Ich verwende diesen Satzbau sehr oft. Wenn ihr euch noch recht, wenn ihr euch noch recht, ja. Wenn ihr euch noch recht entsinnen könnt, haben wir ja einen Ring bekommen. Den werde ich jetzt mal aufsetzen. Und zwar ist es dieser Ring hier. Finstermond Seance Ring. Gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Aber der hat noch eine andere... andere... heißt Aufgabe? Andere... keine Ahnung. Die Finstersonne Wendelin ist die letzte verbleibende Gottheit in Anolonde. Sie hat nicht viele Anhänger, aber deren Aufgaben sind von großer Bedeutung. Wenn wir den jetzt anziehen, sollte zu uns etwas sprechen. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ihr werdet auch gleich oben sehen, wenn ich den Eid... dem Eid beitrete, dass ich einen Erfolg dafür bekomme. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir versuchen das einfach mal. Oh, guck mal, ihr seht. Cool. Warte. Was ist, wenn ich ihn wieder abnehme? Ich lasse den lieber an. Man weiß ja nie. Die Statue ist weg und da unten ist ein Nebel. Halt! This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished, it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Das ist nicht euer Ernst. Myself, Gwyndolin, and kneel before me. Niederknien. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister. Ja, mach mal schneller. Blade that shall hunt the foes of our lords. Then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Ja, in Warten kannst du keinen Eid ablegen. Gwynny, ich komm gleich. Ich muss kurz einen Finstergeist töten. Ist das jetzt ein PvP-Spieler oder so ein gescripteter NPC? Ich glaube, das ist ein PvP-Spieler. Ein gescripteter wäre hier irgendwo aufgetaucht. Wenn der behindert hat, das ist das Ding. Ich komme nicht mehr hoch. Komm runter. Arschloch, ich bin hier oben. Unten. Komm jetzt. Malaka. Oh. Oh, Gwyn, ich komm gleich. Ich muss hier was erledigen. Ba 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 da da. Falls es ein wirklicher Spieler ist, ja, das ist ein richtiger Spieler. Ich ästusse mich. Oh. Hast du daneben geworfen? Der verliert gut Leben. Oh, der verliert richtig Leben. Ah, das war, glaube ich, ein Spieler. 8000 Seelen, natürlich. Finstergeist Steward.
Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Bevor ich jetzt wirklich was Falsches sage, ich habe gar keine Ahnung, ob das jetzt ein Finstergeist war oder nicht. Also ich meine jetzt ein NPC oder ein richtiger Spieler. Weil der Name Stuart, die manchen haben ja, ihr habt ja bei Sweet Smokey gesehen, irgendwie X, keine Ahnung, irgendwelche Nicknames, so genau wie ich irgendwie. Excuse me oder 337 oder sonst was. Deshalb will ich mal nicht sagen, aber ich denke mal schon, dass es... Nach dem Verhalten zufolge war das ein richtiger Spieler, aber... Ich kann nichts zu 100% sagen. Nimmt mir das nicht übel. Sache ist, wir haben ihn besiegt und gut ist. Jetzt zurück zu Gwyn. Oh, Disciple of the Dark Sun, ja, ja. Thou hast journeyed far. Hear my voice. A shadow, a blue. Ja, bla bla. Erfolg freigeschaltet. Eid. Klinge des Finstermondes. Gib mir deine Kraft. Blauer Augapfel, Finstermond, Klingenring. Very well. Now thou art a blade of the dark moon. Hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Andenken der Vergeltung darbieten. Hab ich nicht. So, was können wir jetzt machen mit dem blauen Augapfel? Mit dem blauen Augapfel können wir Invasion der Welt eines schuldigen Spielers, sprich jemand, also dieser Eid ist rein gut, der ist zu 100% gut und er dient einfach dazu, weil es gibt einen roten Augapfel und einen blauen. Die blauen sind gute Phantome, die roten böse Phantome und wir sind natürlich auf der guten Seite. Ich hatte den Eid sowieso nicht, deshalb musste ich ihn einfach mir holen. Damit können wir halt invasieren in andere Welten. Kann ich bei Gelegenheit irgendwann mal zeigen. Jetzt allerdings nicht, denn der Part ist gleich zu Ende. Was ich da aber noch angucken will, ist der Ring, den wir bekommen haben. Finstermondklingen. Antwort auf Finstersonne Wendelins Beschwörung. Genau. Das ist sowas ähnliches wie dieser Katzenring hier unten. Wenn jemand in einem Gebiet jemanden angreift, werden wir herbeigeschworen. Mehr auch nicht eigentlich. Wenn wir ihn tragen, werden wir halt herbeigeschworen, wenn jemand hier irgendwas angreift. Allerdings nur in der dunklen Welt von Alondo. Aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir vielleicht sogar im nächsten Part. Kann ich nicht garantieren. Aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich super freuen. Kommentare nach unten. Ansonsten haut da rein. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Tschaußen, euer Lubu. Und vergiss nicht, fleißig die Episoden weiter zu gucken. Und wenn ihr noch keine anderen Let's Plays von mir kennt, einfach mal auf meinen Channel klicken. Da gibt's reichlich für jeden was dabei. Alles klar. Tschaußen. Haut da rein.